Willkommen bei meinem Wakeboard-Camp am Salmsee in Oberösterreich. Ich bin Daniel Fetz, seit 15 Jahren Wakeboard-Coach und aktuell amtierender Europa- und Vize-Weltmeister. Ich habe 33 Lernvideos produziert, welche verschiedene Themen behandeln. Von den ersten Ollies, 180s, 360s bis zu Backwall und Rayleigh. Das Ganze habe ich Rayleigh in 10 Days genannt. Insgesamt dauert es 2 Stunden, es ist mit hilfreichen Animationen versehen, aus verschiedenen Perspektiven gefilmt und methodisch aufgebaut. Mehr Infos zum Erwerb findet ihr auf howtowake.com. Und jetzt gibt es einen Vorgeschmack, verpackt in einem kleinen Tricktipp. Viel Spaß! Der leichteste Bonetti ist der Toeside Frontside Bonetti, denn dieser dreht sich fast von alleine. Durch die Anfahrt auf der Zehenkante will es einen ja schon fast permanent ausdrehen. Das Abspringen auf der Zehenkante fällt vielen Fahrern etwas schwerer, aber es wird jedoch mit einer angenehmen Landung auf der Fersenkante belohnt. Führe diesen Trick zuerst Surface aus, also nur mit Drehen auf der Wasseroberfläche und ohne Springen. Nun kombiniere den Trick mit dem Ollie. Denke an die Übung am Trampolin zurück, wo wir Absprung und Drehung differenziert, also getrennt haben. Schau, dass das Board zuerst das Wasser verlässt, bevor du die Rotation einleitest. Dies machst du, indem du mit der hinteren Hand ganz fest an der Hantel ziehst und die Hantel von der vorderen Hüfte zur hinteren Hüfte schiebst. Achtung, pass auf, dass du nicht mit der Nase des Boards einspitzelst. Bleib also mit dem Oberkörper eher hinten und konzentriere dich darauf, mit dem hinteren Bein zuerst zu landen. Du könntest auch die vordere Hand loslassen und zum Beispiel einen Grab hinzufügen, wie hier, dieser Nose Grab. Ich hoffe, der kurze Clip war hilfreich. Wenn du an mehr interessiert bist, hol dir den gesamten Rayleigh in 10 Days Online-Kurs oder besuch mich persönlich bei meiner Wakeboard-Schule. Tschüss, ciao, liebe Baba und Servus!